Willkommen zurück an die Leute im Stream, an die Leute bei YouTube, bei allen Leuten, die mir hier jetzt gerade zuschauen bei Let's Play Sailor Moon, Another Story, und wir werden mit meinem allerliebsten Lieblingscharakter jetzt rumlaufen, Sailor Shibimon. Dankeschön. Die Silberkristalle in meiner Brosche vibriert. Kapitel 3: Der Rosenkristall. Der Rosenkristall muss da drin sein. Ach Momoko, du hättest nicht herkommen sollen. Ich musste es tun, Shibyusa. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Hier befindet sich der Stein, der Mamoru wieder gesund macht, stimmt? Lass uns schnell reingehen. Ja! Oh? Sieht aus, als wären wir eingesperrt. Was sollen wir machen? Schon gut, es gibt bestimmt woanders einen Ausgang. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Die tappt voll in die Falle, wird als Geisel genommen, verwandelt sich in eine der Bösen und hast du nicht gesehen. So ein... Ja. Wieso? Wieso sind diese Mädchen hier? Diese Person, sie hilft der kleinen Lady. Sieht immer noch aus, als ob ihm irgendwas aus dem Hals hängt. Schwester, darf ich zu Ihnen gehen und Sie zu mir führen? Was hast du gesagt, Ancha? Sie sind unsere Feinde. Sie sind noch jung, also wäre es leichter, sie einfach umzubringen. Töte diese Mädchen schnell und dann kehren wir in die Zukunft zurück. Einverstanden? Dieses Mädchen ist nicht gut für meinen Anscha. Die richtige für meinen Bruder sollte so sein wie ich. Droido, Dämonen, töte dieses Mädchen! Okay. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Eine Luna P. Möchtest du das Spiel speichern? Klar, warum nicht? Wenn sich das schon so anbietet. Na komm. Lieber nochmal. Und nochmal. Perfekt. Welche Stufe hat sie? Level 1? Also, Shibyusa, du definierst gerade den Kommentar nutzlos, absolut neu. Ich glaube, ich habe für dich verlaufen. Oh, du siehst ziemlich müde aus. Diese Medizin sollte dich heilen. Okay, der vertickt sogar Drogen an Minderjährige. Es gibt überall viele erschöpfte Leute. Und wo geht es hier nun raus? Ja, das versuchen wir auch herauszufinden. Moment, da lang nicht. Gehen wir mal da lang. Hier ist sicherlich... Da drin steht ein seltsamer Computer. Es ist gruselig, ich sollte besser nicht reingehen. Dann halt nicht. Das nennt man Server. Du wirst doch schon nichts kaputt machen können. Aber vielleicht hilft uns das irgendwo nochmal. Ich gehe hier ruhig die Räume ab, für den Fall, dass dann irgendwo doch nochmal ein, ja. Was ist hier? Hä? Es riecht hier nach Medizin. Ist das das Krankenzimmer? Aber wir haben keinen Schlüssel. Aha. Wir klappern hier einfach die Räume ab und gucken, was dabei passiert. Das ist so gruselig. Shibyusa, lass uns schnell von hier verschwinden. Ja, Momoko. Wow. Momoko. Tja. Was? Gerade noch rechtzeitig. Seid ihr beiden okay? Was? Wer bist du? Ich bin Ancha. Geht es euch wirklich gut?
Etwas stimmt mit diesem Mädchen nicht. Mhm. Momoko. Momoko, was ist los? Halte durch. Schon gut, es ist nichts. Ich bin nur ein bisschen müde und... Momoko! Das ist... Es sieht aus, als wäre sie vergiftet worden. Sie wird immer schwächer und vielleicht... Vielleicht... Sie könnte sterben. Nein! Momoko! Momoko darf nicht... Schon gut. Wenn wir sie zum Schlaf ins Krankenhaus, Krankenzimmer bringen, kann ich ihr Medizin geben und sie wieder gesund machen. Wirklich? Also, Momoko wird wieder gesund werden. Sie muss nur... Was bist du? Wie heißt dieses Wesen? Es heißt Kishai. Es ist so menschlich. Ja, alle finden ihn süß. Also lass uns gehen, Prinzessin. Prinzessin? Ich heiße Shibusa. Tut mir leid. Du siehst aus wie jemand, den ich kenne. Lass uns schnell von hier verschwinden. Aber jemand hat die Schultore geschlossen. Man kann sie vom Kontrollraum aus wieder öffnen. Gut, aber lass uns zuerst Momoko ins Krankenzimmer bringen. Ach so, natürlich. Lass uns gehen. Das muss ein Angriff meiner Schwester gewesen sein. Wenn sie es war, die dieses Mädchen angegriffen hat, werde ich ihr niemals verzeihen. Oh, ein Verräter in den Reihen. So, das Krankenzimmer war hier unten. Hier liegt ja ein Schlüssel auf dem Boden. Das muss der Schlüssel zum Kontrollraum sein. Wenn ich in den Kontrollraum gehe, kann ich von dort aus vielleicht diese Tür hier öffnen. Ah, okay, verstehe. Aber wir waren ja noch gar nicht in allen Zimmern. So wie es aussieht, brauche ich dafür einen Schlüssel. Das ist ein großer Raum. Ist es das Büro des Direktors? Probably. Achso, nee, hier waren wir schon. Okay, dann erstmal in den Kontrollraum. Kann sie auch so schnell durch die Gegend rennen? Ja, kann sie auch. Okay. Wenn wir in den Kontrollraum gehen, können wir die Tür zum Krankenzimmer öffnen. Momoko, haltet durch. Oh nein, sie geht alleine rein. Das ist doch kein Computer. Das ist der Kopf vom Master Chief. Ah, ich bin eingeschlossen. Prinzessin, seid ihr in Ordnung? Ich kann die Tür nicht öffnen. Alarm, Eindringlinge. Alarm, Eindringlinge. Das Passwort wurde nicht eingegeben. Passwort jetzt eingeben. Ich kenne das Passwort nicht. Entferne Eindringlinge. Boah, was? Boxy und Boxy. Das wird so katastrophal. Die kann nicht mal ihre Zuckerherzen casten. Die ist so dermaßen schwach. So, wir probieren es einfach. Na gut, okay, wenigstens etwas. Ja. Und die zwei Gegner, die so schwach sind, dass jeder andere die mit einem Schlag gekillt hätte, bringen 140 Erfahrungspunkte, damit Shibusa jetzt sicherlich 5 Level-Ups bekommt oder so. Sie bekommt mit einem Level-Up. Das meine ich mit man ist entweder unterirdisch schwach oder überdimensional aufgepowert. Sie bekommt mit einem Level-Up 72 Lebenspunkte dazu. Sie hatte vorher 15. Sie bekommt 72 Lebenspunkte. 10 EP, wovon sie vorher 2 hatte. Ja, das heißt, sie wird mit einer einzigen Stufe direkt um 10 Eigenschaftspunkte oder wie auch immer die hier heißen, belohnt. Und kassiert erstmal richtig miesen Bonus. Ja, nee, ist klar. Alles in Ordnung? Ja, es war nichts. Okay, lass uns den Computer ausschalten.
Super, jetzt können wir die Schule verlassen. Lass uns gehen, Prinzessin. Mein Name ist Shibusa. Verwechsle mich nicht immer. Tut mir leid, mein Fehler. Bevor wir gehen, müssen wir ins Krankenzimmer und Momoko heilen. Sag, wie dumm ist Shibusa eigentlich? Nicht zu schnallen, dass das kein normaler Junge ist, der mit ihr redet. Immerhin sagt er schon die ganze Zeit Prinzessin und Shibusa weiß ganz genau, dass sie in der Zukunft vielleicht mal eventuell eine Prinzessin ist. Ja, lass uns ins Krankenzimmer gehen. Ja, schön, dass der auch immer wieder vergisst, was wir eigentlich vorhaben. Es ist zwecklos. Es gibt kein Entkommen. Sie sitzen jetzt in der Falle. Egal, was ich jetzt mache. Ja, ich benutze dieses Mädchen. Ansha, komm schnell zurück zu deiner Schwester. So, wie viel Level up? Sie hat, ja, einfach mal 7 Level ups bekommen. So, mit einem einzigen Fight. So, erstmal ins Krankenzimmer. Das war hier am Ende des Flures. Hier. Schon gut. Momoko wird bald aufwachen. Danke, Ansha. Wenn Momoko aufwacht, bringen wir sie hier raus. Ah, ich kann mich bewegen. Nicht bewegen. Hey, Ansha. Ich suche nach dem Rosenkristall. Weißt du etwas darüber? Ja, klar. Red einfach mit jedem dahergelaufenen über deine geheimen Pläne. Nein, keine Ahnung. Ich habe noch nie von diesem Kristall gehört. Warum suchst du danach? Das ist... Sie will diesem Mädchen den wichtigsten Menschen nehmen, Ansha. Hä? Momoko! Die Stimme meiner Schwester. Was hast du mit diesem Mädchen gemacht? Ansha, mach die Augen auf! Ah. Ah! Du bist diejenige, die Momoko vergiftet hat! Wie oft hast du an die Prinzessin gedacht und dich nicht um uns gekümmert? Wenn du uns hilfst, können wir den Lauf der Dinge ändern. Aber Schwester... Schwester? Dann ist sie Anschas Schwester. Dieses Mädchen ist besessen. Raus hier, schnell! Ich werde sie aufhalten. Beeil dich, lauf weg! Aber was wird dann aus dir und Momoko? Was soll ich nur tun? Stirb, Prinzessin! Was tust du da, Schwester? Nein, was hast du mit diesem Mädchen gemacht? Lass uns zurückgehen, Ansha. Schwester, ich will nicht mit das tun, was du sagst. Hands up! Ich hatte recht. Hands up! Ich hatte recht. Sie wird einfach entführt. Hä? Momoko? Ansha? Mir geht's gut. Ansha, bist du in Ordnung? Ich bin nur ein wenig müde. Mir geht's gut. Dieses Kind, das in rot gekleidete Mädchen ist nicht hier. Aber wo sind wir? Ich weiß es nicht. Es scheint, dass wir inmitten deines Lichtes sind. Ah, es ist das Licht des Silberkristalls. Vielleicht ist der Rosenkristall hier in der Nähe. Oh. Ansha! Ansha. Lass mich nicht allein. Bitte, Ansha. Na, ich hab Angst. So hilft mir doch jemand. Hilf mir, Sailor Moon. Das ist nur ein Zwischenstopp in unserer Miau. Miau, 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 miau. Ja, ich möchte hier speichern. Danke, Luna. Hatte ich recht oder hatte ich recht? Ja, ich hatte recht. Mal wieder ist Shibusa nur dafür da, entführt zu werden und das Opfer zu spielen, um dann am Ende von allen gerettet zu werden und die dann ihren Mist ausbaden. Herzlichen Glückwunsch, Shibusa. Du bist genauso nutzlos wie sonst auch. Hilf mir, Sailor Moon. Was? Shibusa?
Gerade eben... Ich glaube, ich habe Shibuya's Stimme gehört. Hm. Was ist los, Luna? Hat es etwas mit Shibuya zu tun? Miau, 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 miau. Vielleicht geht es... geht sie nur eine Runde spazieren? Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Was hast du eben gesagt? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Aber was sollen wir tun? Bunny! Momo, was ist los? Deine Augen sind ja ganz rot. Shibuya ist... Was ist mit Shibuya? Wir haben den Stein gesucht, um Mamoru zu helfen. Wir sind zur Muggelschule gegangen, aber dort waren seltsame Monster. Wenn ich es nur früher bemerkt hätte, hätten wir nach Hause gehen können. Bitte, Bunny, hilf Shibuya. Mach dir keine Sorgen, Momo. Ich werde Shibuya retten. Also bitte hör auf zu weinen. Ja, ist gut. Du musst Shibuya retten. Versprich es mir, Bunny. Logan, überlass das der großartigen Bunny. Es ist gefährlich draußen. Also warte zu Hause, Momoko. Ja, okay. Hast du eine Idee, was da passiert sein könnte, Luna? Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Okay, lass uns in die Mugen-Schule gehen. Das klingt doch mal nach einem Plan. Welche Stufe? 8. Ihr geht's ganz mies? Moment, ich versuch mal was. Und zwar, wir haben doch hier irgendwas. Entfernt alle schlechte Stati. Vielleicht klappt das? Nö, das klappt nicht. Kann ich ihr mit Schokolade ein wenig die Laune verbessern? Nein, sie hat eine ganz miese Laune. Okay. Verstehe ich gar nicht. Mal gucken, was mein Bruderherz hier macht. Was willst du, Bunny? Verschwinde aus meinem Zimmer. Okay. Also, die Kommentare der NPCs sind sehr kreativ. Aber wohin geht's eigentlich zur Mugenschule? Egal, wir werden das schon herausfinden. Hier kommen eh gleich wieder 50.000 Random Encounter. Wenn wir hier entlang gehen. Wegen der Aussage. Nee, hier gab's doch irgendwo. Gab's doch hier ein. Eine Bushaltestelle oder so. Oder geht's vielleicht hier lang? Wo sind wir jetzt? Ah ne, das ist das Krankenhaus hier, ne? Ist das Krankenhaus? Was sind wir jetzt hier? Herr Mamoru Shiba, er ist gerade in seinem Apartment. Geh ruhig hoch. Klar, das sind aber nette Pförtner hier. Aber nein, wir haben hier tatsächlich eine Bushaltestelle. Brumm, Bus kommt. Fahrt zur Mogelschule, kostet 180 Yen. Yay, den Bus nehmen, yay. Und da sind wir auch schon. An der Mugenschule. Das ist... Sailor Moon! Warum ist sie hier? Locke sie zum Tomoe-Labor und töte sie. Habe verstanden, Sin. Hm? Miau, miau, miau. Ja, ich kann sie auch spüren. Aber die Energie kommt nicht aus der Mugenschule. Miau, miau, miau. Miau, miau. Was zur... Ich habe eine böse Vorahnung. Miau, miau, miau. Okay. Macht Dämonennebel. Macht auf. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Okay. Im Südwesten. Süden?
und Westen? Ist das hier das sogenannte Tomoe-Labor? Keine Ahnung. Oh, Gegner. Die hatten wir ja schon lange nicht mehr. Oh, nice! Transformers greifen an. Einzelner Angriff. Halt ein Freund. Nee, mal gucken. Okay, schadenstechnisch sind die okay. Mal gucken, was Sailor Moon für Schaden macht. 24. Das ist wieder so Low-Budget-Angriffe. Ich sag euch, ich muss hier wieder locker Stufe 19 erreichen oder so, um hier vernünftig durchzukommen. Wenn nicht sogar mittlerweile höher, wer weiß. Ich glaube, das werden wir herausfinden, wenn wir sehen, wie viele Erfahrungspunkte der Kampf liefert. Wenn der irgendwie so 40 oder 50 gibt, dann ist das so, ja, okay. Wenn der aber auf einmal genauso wie der Kampf bei Shibuya irgendwas um die 100 gibt, dann müssen wir locker Stufe 30 Intus haben. Mal gucken. Acht. Okay, damit ist es klar, wir müssen Stufe 19 erreichen. So, aber hier drüben habe ich eine Kiste gesehen. Du hast eine Sushi-Box gefunden. Yay! Kram, den ich nie nutze. Und hier ist noch was. Du findest ein Fläschchen Eau de Cologne. Mm, ausgezeichnet. Jetzt können wir uns richtig krass eindieseln. Okay. Die Dudes. Wie viel? 10 Schadenspunkte macht der Hit. Ja, komm. Doof ist nur, dass Sailor Moons Attacken nur auf einen einzelnen Gegner gehen und nicht auf mehrere. So. Gegner besiegt. Und ein bisschen Erfahrungspunkte, ein bisschen Kohle bekommen. Aber leider kein Level Up. Das ist doof. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, sehr gerne. Ich würde auch ganz gerne nochmal ein bisschen O-Saft. Ja, komm, nehmen wir O-Saft. Damit ist sie dann wieder voll aufgepustet. Und wir können dann hier auch nochmal kurz einmal abspeichern. Schling. So. Und dann wollen wir mal gucken. Erstmal eine gemütlichere Sitzposition einnehmen. So. Wollen wir mal gucken, was hier oben in dem Labor auf uns wartet. Hoffentlich nicht die Black Lady, nein, Mistress, nein. Das wäre fatal. Oh, es geht hier in den Keller. Es gibt hier einen Keller. Oh, das war der richtige Weg. Ah? Es ist ziemlich lange her, Sailor Moon. Dr. Tomoe! Hast du wirklich gedacht, dass ich vernichtet wurde? Komm raus, Mistress Nein! Bringe Unheil über diese Person! Mach Sailor Moon fertig! Nein! Otaru! Warum? Otaru hatte sich doch von Mistress Nein wieder zurückverwandelt. Was sagst du da? Wenn Otaru nicht mehr Mistress Nein sein kann, würde sie aufhören zu existieren. Vielleicht ist Otaru dieselbe wie früher. Wurdest du wirklich in Mistress Nein verwandelt? Sailor Moon, dieses Mal sollen wir unser richtiges Schicksal erhalten. Mistress Nein. Blöd ist natürlich nur, dass ich natürlich vermutlich nicht ausreichend Schaden mache. Bin mal gespannt. Das könnte das erste Mal ein Kampf sein, der tatsächlich mehr oder minder ausgeglichen ist an dieser Stelle. Ja, sehr geil. Jetzt können wir auch endlich mal Sachen nutzen. Halt. Achso, Wiederbelebung im Kampf und halt alle Lebenspunkte. Haben wir noch einmal 300 Lebenswasser. Wiederbelebung im Kampf. Und halt 200 Lebenspunkte. Das ist ganz gut. Aber erstmal brauchen wir
Lebenskrepp. Wir brauchen auf jeden Fall etwas, was mir... Ah, Eau de Cologne. Halt alle EP. Ja, dann machen wir das doch mal. Njom. Sling. Alle EP sind wieder da. So. Jetzt, nehmen wir nochmal irgendwas, was wir... Wovon wir genug haben. Genau, eine Sushi-Box. Damit wir auch wieder volle Lebenspunkte haben. Ring. Und jetzt können wir die Macht der Liebe einsetzen. Hotaru, du kannst nicht als Mistress Nine durch die Gegend laufen. Das geht nicht. Wir werden dich... Nein! Wie lustig ist das denn? Sie schläft einfach ein paar Runden, dann ist sie wach. Und die Gegner sind so dermaßen random mit ihren Attacken, dass sie einfach Schallwellen draufprügeln, bis wahrscheinlich die EP von den Gegnern leer sind. Wie viele EP haben die eigentlich? So, einmal können wir noch Macht der Liebe einsetzen. Es bringt nämlich auch nichts hier jetzt mit irgendwelchen krassen Sachen reinzupulvern. 4 EP. 2 EP. Alle HP. Angriff geht hoch. Beim Maniküre-Set. Naja, komm, dann ziehen wir uns jetzt erstmal ein paar von den Dingern rein. Dass wir wieder volle EP haben. Oh. So viele hatten wir davon gar nicht. Das ist doof. Hä, aber wir hatten doch irgendwas. Richtig, wir hatten von irgendwas richtig viel. Was auch EP wieder heilt, bin ich der Meinung. Ja komm, dann muss es jetzt noch eine Eisscherbe sein. Ein bisschen blöd, aber können wir nichts gegen tun. So. Macht der Liebe. Oh, wie lange soll denn dieser Kampf hier eigentlich noch gehen? Obwohl, ja gut, die anderen haben wahrscheinlich auch so teilweise so um die 600 Lebenspunkte gehabt. Das heißt, die wird auch nicht weniger haben. Wenn ich die normal angreife, mache ich 15. Ja gut, okay. Das halten wir so fest, bis wir bei, keine Ahnung, 20 Lebenspunkten sind. Solange prügeln wir einfach auf sie ein. Oh, super. Doch nicht so ein langer Kampf, wie ich schon fast gedacht hätte. Aber hey, Sailor Moon kriegt nochmal ein Level up. Entschuldige, Hotaru. Diejenigen, die sich gegen ihr Schicksal wenden, sollen sterben. Damit bitte ich dich, Kaorinite, mach dieses Mädchen fertig. What? Okay. Weiter geht's mit der Macht der Liebe und wieder Schallwellen. Wie viel Schaden machen wir jetzt? 28. Ja gut, okay. Schon mal ein bisschen mehr als vorher. Also die anderen sind massiv gelevelt. Und bei Sailor Moon haben wir jetzt gerade echt ziemlich geschlampt, was das angeht. Ja, gleiches Spiel. Wir machen so lange, bis sie auf 20 Lebenspunkte ist. Und in der Zeit... hauen wir sie einfach die ganze Zeit kaputt. Einfach X gedrückt halten, B die ganze Zeit gedrückt halten, A auf dem eigentlichen SNES-Controller. Ich trinke in der Zeit ein bisschen Kaffee. Wie ich schon sagte, das hat so ein bisschen Final Fantasy 13 Charakter. Man steht einfach nur da und drückt die ganze Zeit eine Taste. Ein sehr entspannter Fight. Yeah.
So, wie lange können wir das hier aufrechterhalten? Na komm, da muss doch irgendwann mal Schluss sein. 88 Lebenspunkte, 87, wow. Also, ich würde meinen, was ich natürlich machen könnte, wäre, irgendwas hatte ich doch hier, was meinen Angriff erhöht. Wir nehmen als allererstes irgendwas, was ein bisschen, wir nehmen erstmal ein paar Eisscherben, so. Damit wir zumindest die EP wieder haben. So. EP sind voll. Jetzt gibt es, jetzt heilen wir uns nochmal mit 300 Lebenspunkten, auch wenn das eigentlich nicht notwendig ist. Zack. Dann geben wir uns jetzt den, nee, nicht den Lippenstift, sondern, wo haben wir es denn? Da. Das Maniküre-Set. Wer macht das nicht? Sich einfach mal eben kurz hier Maniküre und so weiter während eines Kampfes reindröhnen. Und macht der Liebe. Jetzt sind wir noch mal ein bisschen krasser aufgepowert. Mal schauen, was wir jetzt an Schaden machen. 88, yay! Das hat sich ja gelohnt. Ich nutze mal Items in den Kämpfen. So. Der vorletzte Angriff, den wir machen können. Und Smack. War's das? Ja! Nice! Richtig gut! Und Level Up für Sailor Moon! Das kann nicht sein! Wir sollten uns zurückziehen, vorerst! Muahahaha! Ah? Sailor Moon! Miau, 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 miau! Hotaru! Was ist das? Hotaru wird wieder normal. Na, also. Hä? Jetzt ist sie wieder Mistress Nine. Was zum Henker geht hier vor? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Du hast recht. Lass es uns versuchen. Nutzen wir den Silberkristall. Macht des Mondes. Verwandle sie zurück. Bunny? Hotaru, ich bin so froh. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Aber hatte sich Dr. Tomoe nicht auch in eine seltsame Person verwandelt? Miau. Miau, 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 miau. Ist Papa am Leben? Er lebt, aber es scheint, als wäre er dabei... als würde er dabei helfen, unsere Feinde wieder zum Leben zu erwecken. Hä? Hotaru, wohin führt diese Tür? Da ist etwas hinter dieser Tür. Ich glaube, sie wurde vor kurzem benutzt. Miau, 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 miau. Mach der Saturnnebel, mach auf! Geil! Endlich im Duel. Können wir zu zweit hier rein spazieren. Perfekt. Also zumindest können wir hier schon mal abspeichern. Das ist was Tolles. Oh, und wir haben Sailor Saturn dabei. Woo! Endlich mal was. Endlich mal mehr als eine Person im Kampf. Aber ich schaue, dass ich unsere Helden nochmal ein bisschen Power level. Und genau. Dann, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Let's Play Sailor Moon, another story. Und ja, bis gleich. Bald.